Mensch, Leute, leck mich fett. Leck mich doch. Ist denn wirklich schon wieder Samstag? Boah, ich bin gerade erst aus dem Bett raus. Und dann hier und boah, Kinders. Ah, aber es ist schon schön hier, ne? Es ist schon ganz schön. Also, wirklich, ja. Da will ich auch mal hin. Ja, hier will ich auch mal ein Bierchen trinken. Im Biergarten. Hier in Funlibi. Mensch, Leute, es ist Samstag. Funlibi-Zeit. Sandbox-Mode. Ich bin froh, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist doch die Hauptsache. Mensch, Leute. Und worum geht's heute? Es geht weiter. Endlich. Ich habe keinen Bock mehr aufs Hotel gehabt. Es kommt jetzt ein kleiner neuer Abschnitt hier auf der Main Street. Und ja, ich bin mal gespannt. Was ist es? Ja, was ist es? Ein See? Baue ich da einen See? Ja? Möglicherweise. Kommt da ein großer, kleiner... ein großer, kleiner See kommt hier hin. Möglicherweise. Vielleicht. Wir werden sehen. Ratet mal ein bisschen, was das hier wird. Ja, wisst ihr es? Nein, wisst ihr nicht. Was mache ich da gerade? Ich slide das Ding hier an der Straße entlang. Ja, so kann man checken, ob man wirklich hier gerade im rechten Winkel zur Straße arbeitet. Und dann habe ich hier so Hölzer hingelegt. Was mache ich? Was macht der Brilli da? Jetzt ernsthaft, du gehst mir um den Sack, Brilli. Jetzt, was ist da denn los? Keiner weiß es. Was hast du da vor? Was wird es? Ach komm, sag's doch einfach. Nee, ich sag's nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Aber ein See, warum sollte ich dann diese Holzdinger hier hinbauen? Also ein See ist eine falsche Vermutung gewesen. Das ist kein See. Es wird kein Wasser fließen in diesem Bereich. Nein, nein. Es wird schon ein Haus. Es wird schon ein Haus. Und ja, vielleicht sehen wir es gleich. Gleich müsstet ihr drauf kommen. Also, was ist das? Es sieht wohl aus wie ein Grundriss schon mal, ne? So ein grober Grundriss. Ich glaube deswegen, das sind die Hölzer, die dieser Kerl hier einfach mal hingelegt hat. Ein grober Grundriss für irgendetwas. Die Frage ist aber, warum macht man einen Grundriss für so ein Haus? Braucht man doch gar nicht. Braucht man nicht. Warum? So, dann hat er hier offensichtlich ein Gebäude gestartet und dann nimmt er hier so ein Holzding? Warum baut er das hier hin? Was macht der da an diesem Menschen herum? Tja, Leute. Es sieht aus wie ein Sitz, oder? Es sieht aus wie ein Sitz. Warum baue ich einen Sitz? Ich habe keine Ahnung. Dann kommt da auch noch so eine Armlehne dran. Schwierig. Was macht Brilli in dieser Folge? Das ist die große Frage, aber vielleicht ist der ein oder andere mittlerweile drauf gekommen. Denn wonach sieht dieser Sitz denn aus? Ne? Wonach sieht dieser Sitz denn aus? Ja, klar. Genau. Ja, sehr gut. Jetzt habt ihr's. Meine Güte, das ist toll. Jetzt können wir also frei drüber reden. Ihr müsst nicht mehr raten. Es wird ein... Nein, kein Kino. Kein Kino, Leute. Leute, jetzt schränkt euch an. Es strengt euch an. Es sieht zwar aus wie Kinositze, aber es ist ein Theater. Mensch, es ist ein Theater. Es wird ein Theater. Und ich hatte Bock, ein Theater zu bauen. Und ja, ihr fragt euch jetzt aber, warum modellierst du Sitze in diesem Theater? Das könnte ja auch von außen einfach nur die Fassade in ein Theater führen. Ja, das stimmt schon. Und es würde auch viele Teile sparen. Aber ich wollte ein richtiges Theater haben, wo man auch reingehen kann in der Theorie. Natürlich können die Leute hier, die im Planet Coaster hier so rumwuseln, die können hier tatsächlich nicht reingehen. Aber ich wollte trotzdem, dass man in der Theorie, wenn man den Park besucht, als Kamera, als Mensch aus Fleisch und Blut, dann sollte man auch hier in dieses Theater reingehen können. Das wollte ich machen. Und da hatte ich Bock drauf, oder? Warum denn nicht? Ja, und deswegen habe ich hier auch dieses Loch gebaut, weil ein Theater, zumindest mein Theater, soll ein Theater sein, wo man auch was sieht. Und somit müssen die Sitze ein bisschen nach unten gehen. Und da ich nicht wusste, wie weit das nach unten geht, beziehungsweise ich wollte auch nicht so weit oben anfangen, habe ich ein Loch gebaut, wo eben die Sitze dann jetzt auch langsam reinragen.
Und ja, das war eben der Grundriss zu diesem Gebäude. Das hier ist der Saal. Damit habe ich mal angefangen. Und ihr seht, das sind jetzt schon einige Sitze. Man vertut sich da, ne? Ich dachte, das sind ja nur 7 auf jeder Seite. Aber tatsächlich sind das ja jetzt schon echt ordentlich viele. Also da haben viele Leute Platz in diesem Theater. Und ja, das sind jetzt schon wieder 1300 Teile, ey. Ja, ja, komm, ey, weißt du? Ist doch auch egal. Ich habe mir gedacht, das sind jetzt nicht so Teile, die so mega krass viel fressen. Hier diese Strukturenteile. Oder, weiß ich nicht. Ich kann nicht mehr, also es frisst jedes Teil gleich viel? Nein. Ich habe schon mal gehört, die Steine zum Beispiel fressen deutlich mehr Performance als, ja, als so ein Sitz hier, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Ich könnte natürlich noch ein paar Teile einsparen. Das ist mir bewusst. Vielleicht werde ich das auch noch tun. Das mache ich aber dann offcam. Da könnte ich nämlich den ganzen Boden hier könnte ich austauschen mit langen Latten. Dann, weil hier verbrauche ich gerade recht viele Teile allein für diesen Boden, der jetzt da hinkommt. Das könnte ich auf jeden Fall machen. Dann könnte ich noch Teile sparen, indem ich hinten diese zwei Stützen von den Sitzen wieder wegnehme. Die sind nicht so notwendig. Die machen das zwar realistischer hier drin, aber letztlich könnte ich die auch wieder wegnehmen. Das wären wieder zwei Teile pro Sitz. Könnte man machen. Okay. Gen, oder was? Leute, Gen hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass man müde ist. Bin ich nämlich nicht. Ich bin BÄM! Leute, ich bin auf den Punkt. Ich bin auf den Punkt fit. Nein, ich bin nicht müde. Gen hat auch viel damit zu tun, dass man gerade nicht so viel Sauerstoff hat. Das liegt gerade daran, dass ich hier mitten, wirklich, ich habe hier eine Aussicht. Ich bin mitten auf Mount Everest, Leute. Ich kann es jetzt mal sagen, ich bin mitten drauf. Und da ist wenig Sauerstoff. Und deswegen gähnt man viel. Und es klingt auch so ein bisschen, ja, ne, ein bisschen gedrückter. Ja. Das liegt an dieser Mount Everest-Atmosphäre. Das ist halt einfach, wenn man so ein Extremsportler ist wie ich, dann ist man halt auch hier und da mal unterwegs auf Mount Everest oder im Marianengraben oder auf dem Kilimanjaro oder hier, wo war ich letztens auch noch? Hier in China. Nein, in Japan auf dem, ach, wie heißt der Berg denn da mit dem Weiß? Wie heißt der, der auch aussieht wie der Kilimanjaro? Der Fukushima, nein, aber so ähnlich, das ist alle gleich. Fujiyama, ist es der Fujiyama? Ich glaube ja, ich glaube es ist Fujiyama. wie komme ich jetzt eigentlich auf diese ganze Kacke? Ich weiß es nicht. Ja, dann habe ich hier die alle nochmal ausgewählt, um sie schwarz zu machen. Dachte mir, der Mittelweg soll schwarz sein, sieht aber auch blöd aus. Dann habe ich entschlossen, alles schwarz zu machen. Das sieht deutlich besser aus. Habe ich hier erstmal hier schwarz gemacht, um zu sehen, wie das aussieht. Eine Reihe schwarz, eine rot, so in etwa. Sah aber auch blöd aus. Also, nee, really, das geht nicht. Also habe ich dann alles schwarz gemacht. Und das sah dann, sieht dann besser aus auf jeden Fall. Ja, das war wieder, das ist wieder so eine Fizzles-Arbeit, ne? Weil manchmal hat er einfach, obwohl ich wirklich genau auf diesen Balken geklickt habe, ich weiß die Hitboxen wirklich nicht von manchen Teilen. Die Hitboxen in diesem Spiel sind manchmal echt crazy. Einfach wow. Weil da klickst du auf dieses Ding und dann wählt er aber hier diese Zuckerstangen aus. Warum? Was soll das? Da hat er die ganze Zeit Zuckerstangen ausgewählt. Als will er mir irgendwas sagen. Kauf dir Zuckerstangen, Brilli. Los, renn in den nächsten Laden, ja? Und kauf dir eine fucking Zuckerstange jetzt. Reicht mir jetzt mit dir. Mann. Als würde er mir das sagen wollen. Aber gut. Das ist hier wieder Fissel. Da wieder Zuckerstangen. Ach komm. Leute. Ich komme ja schon wieder. Ich bin ja schon wieder da. Mann. Aber das mit Zuckerstangen, ich habe mich... Ich war auf 180. Auf 180. Aber gut. Warum habe ich die ja nicht vorher schwarz gemacht? Das weiß man ja auch nicht. Weiß man ja nicht. So, das sieht jetzt auf jeden Fall, finde ich, schon mal annehmbarer aus, wenn die auf schwarzem Grund stehen. So, habe ich schon mal mit den Wänden so ein bisschen begonnen, die Grundstruktur des Raumes zu präsentieren. Und ja, da habe ich dann erstmal eine sehr helle Variante der Ursprungs... Was ist das? Stuckwand. Der Ursprungsstuckwand genommen. Und ich finde, das ist ganz cool. Aber dann fiel mir auf, dass das für den Saal nicht cool ist. Im Saal sollte es dunkel sein, oder? Ich finde, im Saal sollte es dunkel sein. Und deswegen, hier hatte ich übrigens einen kleinen Fehler. Man kann die ja immer auf zwei Seiten
schieben, die Wände. Man kann ihn nach, auf die eine Seite des Kastens und auf die andere Seite des Kastens. Und er war auf der falschen Seite des Kastens. Ach, das sind diese Probleme, die man so kennt. So, dann habe ich hier schon mal wieder die Latten weggemacht. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Zumindest manche davon. Und dann habe ich diese ganze Wand kopiert und minimal, wirklich nur minimal verschoben. Damit ich hier eine schwarze Wand habe, ne? Und auf der anderen Seite aber die helle Wand. Ja? Super Trick. Super Trick. Braucht natürlich wieder viele Teile, bla 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 bla, aber es geht nicht anders. Man kann solche Wände halt nicht doppelt färben. Also man kann nicht sagen, diese Seite der Wand ist schwarz und die andere Seite der Wand ist ein sehr helles Beige. Das hätte ich gerne, ist nicht möglich. Deswegen zwei Wände nehmen. Und ein bisschen verschieben, dann hast du auf jeden Fall gewonnen. Dann hast du zwei verschiedenfarbige Seiten. Und das ist das Ziel, was ich hier verfolgt habe. Denn innerhalb des Raumes sollte es schon schwarz sein, ein dunkler Raum. Das sieht natürlich jetzt, werdet ihr sagen, Alter, das sieht aus wie ein riesiger Kasten. Ja? Aber da kommt natürlich noch was rein. Das wird natürlich noch schöner gemacht. Da kommen noch schöne Lampen rein, da kommen noch Wandverzierungen, irgendwelche Sachen rein, irgendwelche künstlerisch angehauchten Sachen. Da kommt auf jeden Fall noch was hin, keine Sorge. So, dann wollte ich eigentlich, hatte ich vor, das so zu lassen, den Raum. Aber dann fiel mir ein, wie geil wäre es, wenn man oben noch zwei Reihen hätte. Weil wenn man dann noch hochgehen könnte. Ich kann heute nicht reden. Ich kann in letzter Zeit irgendwie nicht mehr reden. Vielleicht soll ich den Kanal an den Nagel hängen. Meine Redefähigkeit hat dramatisch abgenommen. Sie ist zwar noch im Vergleich zu vielen anderen noch da, aber im Vergleich zu meinen früheren Videos habe ich irgendwie das Gefühl, die hat abgenommen. Die Qualität zumindest. Die Qualität der Worte, die Qualität der Betonung, die Qualität vieler phonetischer Dinge, die früher aus dem FF... Okay, ich kann es doch noch finden. ja, also Treppe. Treppe war jetzt hier mein neues Projekt. Und so eine Treppe... Ja, habt ihr gerade gesehen, ich habe die wieder an diesen Typen da ausgerichtet. Ich habe seine Fußgröße analysiert und da die Stufengröße, die Abhängigkeit der Stufengröße damit, ich habe damit die Stufengröße herausfinden wollen. So. Eieieiei, heute geht's wieder. Heute ist wieder komplett dicht. Heute ist komplett dicht. Und das, was mich hier gefreut hat bei diesem Stufengedöns, es geht voll auf. Es ist, ich habe die Stufen da gemacht, ohne irgendwas vorher abzumessen, ja, von der Höhe her. Und die letzte Stufe ist wirklich haargenau so hoch wie jetzt hier der Boden. Das hat mich sehr gefreut. Sowas freut mich dann immer, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Die hätte ja jetzt auch höher, tiefer oder sonst wie sein können. Und das hat mich doch dann sehr gefreut. So, dann kam hier schon mal der Boden, den ich hier schon mal verbinden wollte mit längeren Latten. Der ist dann wieder schwarz. Die Treppen an sich wollte ich braun machen. Ich weiß, das sähe sonst ein bisschen blöd aus, wenn das alles so schwarz ist, glaube ich. Deswegen die Treppe braun. Dann kam hier schon mal ein paar Verkleidungssachen. Natürlich, das Treppenhaus wird, werdet ihr gleich sagen, ist auch noch aber sowas von kahl und sieht komisch aus. Wie so eine Kunstgalerie irgendwie. Ja, aber da kommen noch schöne Sachen rein. Da kommen noch so richtig so ich weiß auch noch, welches Thema dieses Gebäude an sich haben wird. Es soll wahrscheinlich schon in Richtung Kino gehen, also mit Kameras. Ich will so ein bisschen das Studio-Pack hier in diesem Haus etablieren. Also es werden so Kameras und Scheinwerfer und so filmische Sachen halt hier geplaced werden, damit wird das alles noch schöner gemacht. Ja, ich kann ja auch schon mal was zu dem Stück sagen, was in diesem Theater gespielt wird. Es wird Rolfs Revue heißen. Ja? Rolfs Revue besteht aus einem sehr dramatisch komischen Stück, Hauptstück. Es ist unterteilt in mehrere Stücke. Es wird geweint, es wird gelacht. Es hauptsächlich wird geschmunzelt. Ja? Schmunzeln ist auf jeden Fall das neue Ding so in diesem Park. Und Rolf ist da auf jeden Fall mit von der Partie, da habe ich ihn überzeugen können, sich hier auszuleben, in dieser Revue von ihm. Das ist Rolfs Revue, wird hier auf jeden Fall stattfinden und das ist natürlich eine sehr beliebte Show. Es ist natürlich eine sehr beliebte Show, viele wollen sie filmen und auf YouTube stellen, es funktioniert nicht. Nein, nein, da ist mein Personal so geschult, also hier ist auch Handyverbot. In diesem Haus ist Handyverbot, kann keiner ein Handy, da muss man durch Metalldetektor, nein, muss man nicht.
ist Handy erlaubt, aber Handy auf jeden Fall ausstellen. Und wenn einer das Handy zückt, das sind Infrarotkameras, man sieht es, dann raus. Raus aus dem, erstmal aus dem Kino, aus dem Theater und dann aber auch raus aus dem Park. Das wird nicht geduldet, da ist überhaupt gar kein Vertun. Ist verboten. Es ist schlicht und ergreifend verboten. Und deswegen wird diese Show niemals auf YouTube landen. Diese Show kann man nur hier sehen. Man darf über die Show auch nichts sagen, sollte man nicht, damit man den anderen nicht den Spaß verdirbt, wenn man in diese Show geht. Also wie gesagt, es wird geweint, es wird gelacht, es wurde noch nie eine, die geht glaube ich, wie lang geht die, Rolfs Revue? Muss ich gerade nachfragen. Gerda? Rolfs Revue? Fünf? Ja. Fünf, ja klar. 45 Minuten geht Rolfs Revue und in diesen 45 Minuten wird, wenn man das an einem guten, normalen Tag mal als Referenz nimmt, wird in diesen 45 Minuten dreimal hart geweint, aber auch ungefähr 10-mal richtig krass gelacht. Und das in Verbindung, alter Schwede, da bist du fertig nach dieser Rolfs Revue. Nach Rolfs Revue ist man erstmal emotional komplett durch. Man hat alles erlebt. Man kann durch nichts mehr geschockt werden, wirklich. Man kann durch nichts mehr geschockt werden. Man findet auch danach nicht mehr so viel lustig. Also Rolfs Revue ist wirklich auf vielen Ebenen einfach das genialste Unterhaltungsprogramm, was man sich nur wünschen kann. Man ist wirklich in einer ganz anderen Welt drin. Und also ich kann es euch nur empfehlen, euch irgendwann mal Rolfs Revue zu geben. Es ist das Beste, was ihr erfahren werdet. Ja, rein emotional ist es da die Geburt eurem Nachwuchs ist da lange nicht so emotional. Eure Hochzeit ist nicht so emotional. Der Tod eurer Liebsten ist nicht so emotional wie Rolfs Revue ist leider, muss man einfach sagen, das absolute Nonplusultra. Das kann ich euch garantieren. Ja? Und es ist auch so, dass Rolfs Revue so gut ist, dass man dafür selber nochmal zahlen muss. So, ist raus. Man kann diese Show nicht umsonst besuchen. Das ist ein extra Preis, den man da nochmal blechen muss bei Rolfs Revue. Aber das ist auch vollkommen legitimiert durch die wunderbare, durch das wunderbare Ambiente, was hier entstehen wird. Es wird wunderschön werden. Da werden noch so viele schöne Sachen reingebaut. Ja, momentan, wie gesagt, sieht es aus wie eine leere Kunstgalerie. Das gebe ich gerne zu. Aber in der nächsten Folge werden wir hier Hand anlegen, was das Interieur angeht. Und das wird hoffentlich wunderschön. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie es denn gemacht wird, aber ich hoffe, dass das schön wird. Das wäre schön. Das wäre schön, wenn es schön wird. Ja, ja. Heute ist aber auch wieder so ein Tag, ne? Heute laber ich aber auch wieder viel Scheiße, oder? Lieber Scholli, was geht da ab? Aber ist auch nicht schlimm. Ich meine, dafür habt ihr eingeschaltet. Was kommt denn jetzt? Was macht der hier denn jetzt? Ha, er macht jetzt hier so eine Struktur rein. Warum auch immer. Hier soll der Eingang hin. Und da wollte ich mal gucken, was man so mit diesen Dingern da noch an Struktur so schaffen kann. Und ja, einfach mal diesen tristen schwarzen Holzdielenboden mal aufbrechen, ja, und mal ein bisschen was Buntes hier in diesem Eingangsbereich. Da kommt dann noch so ein, also der Eingangsbereich wird ganz opulent noch werden, hoffe ich. Und da wird dann noch hier jetzt vorne so eine kleine Theke hinkommen, wo man sich Getränke holen kann. Man kann sich ich glaube, Essen ist verboten im Saal, oder? Popcorn und so nervt. Wird ausgeschüttet, wird es crunched. Man braucht absolute Ruhe bei Rolfs Revue. Es kann nichts crunchen. Man darf auch nicht in irgendwelchen Verpackungen kramen. Das ist einfach, das ist verpönt in Rolfs Revue. Ja? Und deswegen weiß ich nicht, ob man was essen kaufen kann, aber man kann auf jeden Fall Getränke kaufen. Die kann man mitnehmen. Was man aber nicht machen darf, ist hier diesen typischen Getränkesound, diesen. Das sollte man möglichst unterlassen, da wird man rausgeworfen. Dann kommt Rolf höchstpersönlich, haut einfach aufs Maul und es war's. Dann wird auch die Show abgebrochen, so. ganz klar. So, das ist das Erste, was jetzt hier so ein bisschen mal raussticht im Theming-Bereich. Da kommt aber noch mehr von, hoffe ich. Ich hatte die ganze Zeit vor, so Sterne zu machen, so wie beim Hollywood Walk of Fame hier auf dem Boden. Das funktioniert nicht. Ich habe Sterne gesucht. Einen gibt's, den werden wir dann in der nächsten Folge vielleicht mal auspacken, den man da hinmachen kann.
Sterne selber modellieren in der Größe ist vollkommen unmöglich. Ja. Es gibt einen Stern, den man benutzen kann. Das werden wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge sehen, ob ich den mal nehme oder nicht. Das ist so ein Stern, der, glaube ich, zum Weihnachtspack gehört. Gibt es ein Weihnachtspack? Nein. Winterpack. Zum Winter-Add-on gehört der, glaube ich. Den kann man auf den Fußboden legen, weil der gerade ist. Die anderen Sterne, die es hier so gibt, die haben halt alle eine 3D-Struktur und die kannst du ja nicht, da stolpern die Leute ja drüber, das kannst du ja nicht bringen. Da habe ich versucht, selber Sterne zu modellieren. Vollkommen unmöglich. Ich habe wirklich fast alle Teile ausprobiert. Nee, kannst du nicht. Sieht scheiße aus. Man kann diesen sechsseitigen Stern machen, aber der sieht halt auch nicht so cool aus wie den fünfseitigen, also fünfstrahligen Stern. Sagt man das? Fünfstrahliger Stern oder sechsstrahliger Stern? Ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall fünfstrahligen Stern. Und den kannst du nicht modellieren, weil es so kleine Dinger nicht gibt. Also man kann das theoretisch machen mit, wie ich das Fundibee-Schild vorne gemacht habe, mit diesen Dingern. Da kannst du natürlich alles mitmachen, aber das ist zu viel Arbeit. Das ist zu viel Arbeit, das lohnt nicht. Da ist das, nee, das lohnt sich nicht. Deswegen nein. So, hier kann man jetzt schon mal abschätzen, wie groß der Eingangsbereich wird. Das hier wird der Eingangsbereich. Da kommen natürlich so noch so schöne Schilder hin und so. Es wird, glaube ich, noch geil. In der nächsten Folge geht's weiter mit dem Theater. Da werden wir hier hoffentlich das Theater auch schon fertigstellen können. Das wäre doch schon schön. Ich werde mein Bestes geben. Ich habe Bock auf das Theater. Ich hatte auch Bock, in dieser Folge das Theater zu machen und endlich von dem Hotel mal loszukommen. Ach, guck mal hier. Ist das nicht schön? Ich liebe das Kettenhaus-Hotel tatsächlich. Also wirklich mit diesen Fontänen und so. Gefällt mir sehr, sehr gut. Falls ihr das wollt, das ist im Workshop. Einziger Objekt von mir, was im Workshop ist, ist dieses wunderschöne Kettenkarussell. Falls ihr Bock drauf habt, geht mal rein, nehmt's euch, ja, grabt es euch. Ja. Das Hotel ist schwierig in den Workshop zu stellen. Ich muss mich da nochmal dran setzen und gucken, ob ich das hinkriege. Jetzt macht mein Handy hier irgendwelche Sounds, geil. Das sollte man in der Aufnahme tunlichst vermeiden. Hier war ich auch lange nicht mehr, deswegen bin ich hier nochmal durch mein rundes Main Street Einleitungsgebäude gegangen. Sehr schön, gefällt mir. Haben wir damals gut gemacht. Ja, und dann das, was wir heute geschafft haben. Hier sehen wir noch die T-Test-Line und das Hotel. Ach, das ist schon ganz schön. Da hinten muss natürlich noch alles zugemacht werden. Aber es kommt jetzt Stück für Stück, geht es weiter. Und das haben wir in dieser Folge geschafft. Das kleine Theater nimmt Gestalt an. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es denn weitergeht. Ich werde tatsächlich aber die Bühne und so werde ich jetzt nicht modellieren. Da wird jetzt ein Vorhang dann hinkommen. Der ist jetzt zu in dem Falle, weil sonst verliere ich mich in der Bühnengestaltung. Bühnengestaltung ist ja nochmal eine ganz eigene Sache. Ach Leute, könnte ich jetzt stundenlang könnte ich über die Bühnengestaltung reden. Ja, so sieht's momentan aus. Da kommt natürlich noch viel dazu. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr hoffentlich ein bisschen Spaß hattet. Ich sage tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier beim Fundibee. Ciao, Leute.